Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, ob ich mal ein Update zu meinem Koreanisch lernen machen kann und das tue ich natürlich gerne. Ich lerne jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren konsequent Koreanisch, beziehungsweise im letzten halben Jahr war ich ja in den Niederlanden. Da habe ich das etwas schleifen lassen, weil ich da mehr an meinem Niederländisch gearbeitet habe. Und jetzt bin ich aber quasi wieder voll dabei, Koreanisch zu lernen. Und ja, wollte einfach mal berichten, wie das so ging. Ich habe ein Jahr lang Koreanischkurse an der Universität Duisburg-Essen besucht und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dass wenn es einen Koreanischkurs bei euch in der Nähe gibt, geht dahin. Auch wenn der Kurs vielleicht für euch zu langsam sein sollte, es ist immerhin A gut, Kontinuität zu haben und B ist es gut, jemanden zu haben, der wirklich gut Koreanisch spricht, dem man Fragen stellen kann. Das ist etwas, was Online-Foren und sowas nicht komplett ersetzen können, aber dazu komme ich gleich noch. Ich hatte euch ja in dem Video, das ich mal gemacht habe zum Thema Koreanisch lernen, glaube ich, dieses Buch hier gezeigt, mit dem wir gearbeitet haben, das Sogang Hanguk'o. Und ich habe so meine Probleme mit dieser Serie. Es ist nicht so, als ob man damit kein Koreanisch lernt. Auf keinen Fall. Man lernt damit auf jeden Fall die Basics, die sehr, sehr wichtig sind, weil die koreanische Grammatik sich sehr stark von der deutschen Grammatik unterscheidet. Und wenn man im Deutschen zum Beispiel sagen möchte, hast du schon mal bla 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 gegessen, dann musst du halt nur das Wort schon kennen und kannst dann diesen Satz bilden. Im Koreanischen ist quasi alles so schon, noch oder sowas, ist immer eine komplett unterschiedliche Grammatik. Und das ist am Anfang besonders ziemlich schwer zu lernen. Und ich finde, das macht das Buch ziemlich gut. Ich finde aber die Reihenfolge komisch. Mir ist aufgefallen, dass ich, nachdem ich dieses Buch komplett durchgearbeitet hatte, in Seoul, als ich im Sommer in Seoul war, tatsächlich einiges verstanden habe und tatsächlich so bei Starbucks bestellen konnte, im Restaurant bestellen konnte, so manchmal auch Ansagen am Bahnhof oder so verstanden habe, aber mir dann aufgefallen ist, dass so grammatikalische Formen, die man einfach überall sieht oder die man immer hört, die in quasi jedem zweiten koreanischen Satz vorkommen, hier gar nicht vorkommen. Und ich habe auch das Nachfolgebuch davon. Also das ist jetzt ein Kombinationsband vom kompletten ersten Teil und ich habe auch noch das 2a-Buch. Und selbst da kommen diese Formen irgendwie nicht vor. Zum Beispiel dieses nünde, das hörst du in jedem koreanischen Satz oder die detaillierten Anweisungen, wie man Verben nominalisiert. Das findet man auch quasi in jedem koreanischen Satz, aber das kommt da irgendwie nur so am Rande vor oder gar nicht vor. Und das hat mir schon Probleme bereitet, als ich dann wirklich angefangen habe, mit Koreanern selber zu schreiben und selber zu reden, weil ich kaum verstanden habe, was sie gesagt haben. Das ist auch etwas, was ich euch nur raten kann. Fangt an, mit Koreanern zu reden. Oder in jeder Fremdsprache. Fangt an, mit Leuten zu reden oder nur zu schreiben. Die App, die ich euch da empfehlen kann, ist HelloTalk. Das ist eine kostenfreie App, die es zumindest fürs iPhone gibt. Bei Android bin ich mir nicht so ganz sicher. Da habe ich jetzt nicht genau geguckt. Aber damit kann man mit Leuten auf der ganzen Welt in Kontakt treten. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich Leute anschreibe oder Koreaner mich anschreiben, die halt logischerweise Koreanisch sprechen und sie sind gerade in Deutschland oder wollen Deutsch lernen. Und dann schreibe ich in Koreanisch, sie antworten auf Deutsch oder manchmal machen wir auch nur Deutsch oder nur Koreanisch. Und dann kann man in der App immer auf den Satz klicken, den jemand anderes dir geschickt hat. Du kannst den verbessern. Und so lernt man quasi richtiges Koreanisch kennen. Und das erzeugt auch immer so Interesse, so keine Ahnung, was ich möchte jetzt wissen, was Problem heißt. Das ist halt was anderes, als man blättert durchs Lehrbuch und in einer Lektion kommt dann so zufällig das Wort Problem vor oder so. Und so weiß man dann, okay, ich möchte das jetzt wissen, ich möchte das schreiben können. Dann guckst du Problem nach und was heißt jetzt Problem haben oder so? Oder ich mache den Führerschein oder so. Dadurch, dass man wirklich quasi in der Situation dazu gezwungen ist, aber hinter dem Handy ist und quasi immer noch nachgucken kann, lernt man viel mehr als einfach nur durch stumpfes Vokabel auswendig lernen. Es gibt aber auch Apps, die gut sind, um stumpfes Vokabel auswendig lernen zu machen. Das mache ich auch. Da ist die App Memrise zum Beispiel ganz cool. Da wird man nur auf viele verschiedene Arten und Weisen abgefragt und da gibt es eine Liste, the 1000 most common Korean words oder irgendwie sowas. Die ist ganz gut. Dann gibt es noch eine Liste mit den chinesischen Schriftzeichen, die man meiner Meinung nach auch lernen sollte. Zumindest, weil es sinnvoll ist, und dadurch quasi den Ursprung von Worten kennenzulernen. Das ist dann die irgendwie 700, das heißt glaube ich einfach nur Hangul Hansa oder irgendwie sowas. Da würde ich gucken. Und generell,
glaube, der Tipp Nummer 1 ist, verlasst euch nicht nur auf eine Quelle. Lernt nicht nur damit. Lernt nicht nur damit. Lernt nicht nur damit. Sondern, ne, wenn ihr zum Beispiel eine neue grammatikalische Form habt, ihr seht irgendwo, da steht irgendwas mit, keine Ahnung was, irgendwas mit nen Gott oder sowas. Und dann guckt ihr nach, okay, was bedeutet das? Und dann kann man hier in dem Buch nachschlagen. Dann steht da jetzt genau, was das jetzt heißt und wie man das benutzt. Guckt immer auf mehreren Quellen. Verlasst euch nicht auf eine Sache. Verlasst euch vor allem nicht auf solche Sprachlernprogramme wie Rosetta Stone. Wozu ich, glaube ich, nochmal ein extra Video machen soll, auch wenn es nicht wirklich was mit diesem Kanal zu tun hat. Aber ich habe irgendwie so ein Video noch nicht gesehen, weil ich glaube, dass viele Leute sehr viel Geld für sowas wie Rosetta Stone rausschmeißen und das eigentlich nicht sein müsste. Und generell lernt immer mit verschiedenen Quellen. Wenn ihr aber sagt, es ist euch, ihr wollt halt nicht fünf Bücher rumfliegen haben, sondern ihr wollt halt eine Sache haben, auf die ihr euch grundsätzlich verlassen könnt, quasi euer Hauptbuch, was ihr dann supplementieren könnt mit anderen Quellen, dann würde ich sagen, das Hauptding, was ihr machen könntet, wenn ihr auch keinen Kurs habt, ist Talk to Me in Korean. Talk to Me in Korean ist eine Webseite, die ursprünglich, glaube ich, aus einem Podcast entstanden ist. Man hat da eine Serie von 9 Levels, a 30 Podcasts, ist also schon sehr viel zu hören. Und in den Podcasts wird das immer sehr, sehr deutlich erklärt, was das heißt, wie man es benutzt, wie man es richtig ausspricht, welche verschiedenen Variationen es gibt. Zum Beispiel sowas wie Igot und Igo, was halt beides dieses Ding heißt. Das war so mein kleines Update. Wenn ihr weitere Fragen zum Thema Koreanisch lernen habt, dann werde ich sie euch natürlich gerne beantworten. Und ich bin mal gespannt. Ich bin im Mai wieder in Seoul, beziehungsweise ich fliege am irgendwie 31. Mai und bin am 1. Juni in Seoul wegen der Zeitverschiebung. Bin dann dort in Seoul, in Jeonju und in Busan und werde euch da natürlich mitnehmen und bin ganz gespannt, wie viel mehr ich dort verstehen werde. Das ist sowieso der beste Tipp, den ich euch geben kann. Fliegt nach Korea oder lebt mal eine Zeit in Korea oder geht nur für ein paar Wochen für einen Sprachkurs an der Sogang-Taehakkyo oder an der Iwa-Taehakkyo oder so nach Korea. Das bringt euch so viel mehr, als das hier am Schreibtisch zu lernen, weil ihr da einfach der Sprache ausgesetzt seid. Ich weiß, es ist nicht für jeden möglich, aber wenn es euch möglich ist, wenn ihr auch ein Sabbatjahr nehmt bei der Arbeit oder so, glaubt mir, ich habe in dieser einen Woche, die ich in Seoul verbracht habe, wahrscheinlich mehr gelernt als in einem halben Jahr Koreanischunterricht. Einfach weil du die Worte überall siehst. Von daher, das ist sowieso der Tipp Nummer 1, aber das gilt für jede Sprache. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das hier tun. Hier seht ihr andere Videos von mir, auch zu Themen, die nicht mit Koreanisch zu tun haben, aber die könnten vielleicht auch ganz interessant für euch sein. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann!